Alles herzlich willkommen zu diesem kleinen, spontanen Extra-Livestream heute. Und sofort nach dem Intro geht's los. Dann reißen wir das Ding hier ab. Es ist schade, ne? Hier gibt's nicht mehr abzubauen, ne? Ach komm, hör auf. Das ist ja so wenig. Also wirklich, ist das so extrem wenig. Wie mache ich jetzt aus der hier? Die ist jetzt nur Bergarbeiter, ne? Wie mache ich denn jetzt aus der Person wieder einen normalen Menschen? Wie mache ich denn das jetzt? Wie geht denn das? Kinders, ich will den Abbau nochmal erholen. Das ist ja so nervig. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich den einen frisch dazugezogenen nehmen und muss den erstmal hier unten aufbauen lassen. Das ist ja alles nichts. Dann müssen die anderen beiden nachher. Das ist ja. Das soll mal einer checken, wie das hier läuft, ne? Gut, wir haben ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen Stein. Wir haben ein bisschen Eisen. Zufriedenheit ist okay. Ist jetzt nicht so überragend, aber okay. Holz haben wir. Und hier kommt jetzt wir mal die Kriegsmeute herholen. Ach, guck mal an, die ist ja schon da. Das sind aber nur zu zweit, ne? Das sind nur zu zweit, ey. Huiuiui. Komm, wir fertig hier. Zieh mal durch, junge Dame. Das muss ich auch mal sagen, ne? Zieh mal durch. Wir können nachher mal gemeinsam gucken nach einem Minecraft. Ich habe ja, also ich finde ja, die 1.17 habe ich noch nicht installiert bei mir, ne? Oh. Ach, die machen automatisch, guck mal einer an. So, da müssen wir erstmal Steine, da müssen wir eben gucken, aber das Schaf wird gleich mal ein bisschen hoch, die werdet kriegen jetzt, ne? Aber wir haben halt nur wenig Steine, wir müssen da echt sparsam sein, so richtig, richtig, richtig sparsam muss es da sein, ne? Ich will jetzt die Trolle da nicht angreifen, das geht nur schief, glaube ich. Ich muss aber schnell. Wir haben noch zwei Leute, die sammeln zwar gerade Nahrung. Ja, plus 7 machen wir da gerade. Ich muss jetzt eventuell noch einen Axtwerfer ausbilden. Ist ja alles nicht. Und dann müssen wir die Raben mal endlich platt machen. Dann müssen wir mal langsam losziehen in den Krieg hier. Ja, wir müssen vielleicht auch noch. Aber wenn die unzufrieden sind. Wo ist denn jetzt der Bierbrauer? Na. Plus 5 Brauer. Hoheitsgebiet plus. Alle 61 Tage ein neuer Dorfbewohner. Okay. Dann legen wir noch ein Schaf mit hier rein. Tada! 3 von 3 Schafen. Und mal gucken, was jetzt passiert. Nahrung ist ein bisschen gestiegen. Ja, okay, Nahrung ist ein Problem. Wir brauchen also. Ihr werdet angegriffen. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo wir angegriffen werden. Wo haben wir angegriffen? Hier unten. Ja, ja, komm. Hier sind genug Leute, oder? Wir haben alle Waffen. Das war ja gar kein Problem. Gar kein Problem war das. Was ist hier los? Ey! Hans-Heinz, was soll das denn? Die bringen mir einfach meine Leute um. Meine Bierbrauer sind weg. Dein Ernst jetzt? Ich brauch die. So, dann werden wir jetzt mal die Kobolde angreifen, oder? Oder machen wir erstmal. Wo ist denn mein. Warte mal, wo muss ich denn hin? Hier unten haben wir die Mehrmals. Was denn nun? Wer ist das? Wo kam denn der jetzt her? Von hier drüben?
Guck mal, hier ist der Außenposten, den wir platt machen müssen, ne? Das machen wir natürlich gleich mal im Winter, oder? Komm, wir gehen mal darüber. Komm, wir sind zu dritt, die sind alleine. Wir hauen sie um! Immer drauf, immer drauf! Kloppt ihn nieder! Da wollte er nicht mit mir zusammenarbeiten. Oh, oh nein, mein Soldat, mein Soldat! Der geht gleich drauf, nein! Naja, jetzt muss der alleine gegen den anderen kämpfen, ne? Aber das hat nur noch, guck mal, hier hat nur noch Faustkampf drauf. Alter, komm, meinst du das wirklich ernst? Und weg mit dir! Warum hat denn der Herr einen Stern auf dem Kopf? Heißt das irgendwas? Tja, Leute, mein Außenposten, was haben wir hier? Speer erforderlich, ne? Werden wir gleich mal gucken müssen. Wir haben 21 Personen im Team. Und es ist schon wieder bei der Nahrung. Huiuiuiuiuiuiuiui, will ich mal sagen. Huiuiuiuiuiui ist das. Alle 61 Tage kommt ein Mensch, das ist ja nicht viel. Alle 36 Tage. Ah, je höher die Zufriedenheit, umso schneller kommen Menschen. Dann werden wir noch eine Brauerei bauen, ne? Werden wir das machen? Oder wollen wir einfach nur das Hoheitsgebiet ein bisschen ausbauen? Das ist so eine Sache, ne? Das ist so eine Sache. Es sind zu viele Menschen hier da. Da haben die keinen Bock drauf. Da ist ein Schaf. Was ist das jetzt? Ach so, weil die hier einen Soldaten produziert haben wahrscheinlich. Hä? Der hat die alle kaputt gemacht, ne? Das ist doch meiner hier. Jetzt brennen die ganzen Häuser brennen ab von dem, ne? Ich kann es aber eben... Es reicht an Rehen. Dies ist ein großartiges Jagdgebiet, okay. Aber ich kann es halt nicht einnehmen, ne? Ich muss erstmal dahin. Das heißt, wir müssen hier die Mermaids erstmal kaputt machen. Aber ich baue mal ganz kurz hier oben. Hier ist immer. Ist hier ein Feld vielleicht? Nee, ne? Was braucht man hier? Ihr habt keine Klammer, die hier arbeiten. Dorfbewohner. Ich verstehe das gar nicht, warum ich nicht an Wissen komme, ne? Muss ich mal dazu sagen. Dann macht mal ihr ein bisschen Wissen. Weil mit dem Wissen können wir nämlich unsere Produktivität verbessern. Das ist ganz wichtig, liebe Freunde. Produziert 10% mehr Wissen. Aber die Frage ist halt immer noch, warum habe ich denn... Muss ich hier oben drauf drücken? Nö. Ach hier, ich Idiot, Mann. Da oben rechts in der Ecke ist es. Oh. Ah, bin ich blöd, ey. Guck mal, was ich alles lernen kann! Was ich alles jetzt nicht gewusst habe, weil ich da oben den Knopf nicht gesehen habe. Guckt euch mal an, wie viel Wissen ich schon habe. Boah, bin ich blöd, ey. Naja, nützt alles. Ich kann mir noch mehr lernen. Nee, ne? Hier, freier Sieg verringert die Verluste der Produktion von Nahrung im Winter. Erhaltet 3 Zufriedenheit. Ihr erhaltet 15 Steine und 10 Eisen. Aber wie geht's weiter? Bin ich fast fertig hier? Ah, nächstes Level kommt jetzt gleich. Na, mal gucken, was da passiert, ne? Okay, wir haben jetzt hier 2 Leute stehen. Wir haben jetzt eine Zufriedenheit von 9. Das heißt, alle wie viele Minuten kommt hier jemand? Alle 24 Tage kommt jemand. Wir haben aktuell 3 Hans-Georgs hier rumstehen. Die Nahrung und das Holz sehen eigentlich so ganz nett aus in der Entwicklung. Wir könnten jetzt, wir bauen jetzt gerade ein bisschen Stein noch ab, ne? Hier ist auch einer am Runenstein. Hier wird abgebaut. Können wir hier entwickeln? Braucht, hat keinen Sinn. Bereich entwickeln hat auch keinen Sinn. Dann gehen wir hier oben hier. Und hier oben mache ich jetzt noch. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch mehr? Jetzt, guck mal, wir haben 1000 Holz jetzt hier und mehr. Aber ich kann auch hier noch keine Felder bauen, ne? Aber dann baue ich halt noch ein Schafsgehege hin.
Dann baue ich ihm noch ein Schafsgehege. Ist mir auch egal jetzt. Dann machen wir das. Schaf, 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 Schaf. Was ist denn jetzt schon wieder? Wuten, Wuten, Wuten. Komm, wir machen jetzt erstmal. Wir machen erstmal Soldaten. Wie viel habe ich denn? Ich habe gar keine mehr. Wo ist denn mein. Was? Mein Hauptsoldat ist auch tot. Wie kann das sein? Das geht gar nicht. Danke dafür, weg da. Abrennen. Was noch? Clanmitglieder ohne Beruf. Ja, danke dafür. Dann mache ich doch den ohne Beruf zum Soldaten. Machen wir das gleich mal so. Wo ist denn das? Soldat, Soldat, Soldat. Wo ist das jetzt? Hier. Axtwerfer. Eins. Zwei. Und dann gehen wir nochmal hier irgendwo hin. Warte mal, wo ist denn das jetzt nochmal gewesen? Krieger. Eins. Ihr müsst euch verteidigen. Zwei. Wo, wo, wo? Hier. Der Holzfäller hat es nicht geschafft, sage ich mal. Okay, jetzt brauchen wir nochmal einen neuen Holzfäller. Boah. Geh mir nicht auf den Schnürsenkel, meine Freunde. Jetzt kommt der schon wieder von da drüben, ne? Der blöd Heinz. Ey, ich rupp dem jetzt die Hütte da drüben ab. Pass mal auf. Jetzt reicht's mir aber, Freunde.